Ja, ich bin der Metzl Hans, einer der Proponenten von der Eishalle und auch im Arbeitsteam, im engeren Arbeitsteam der Vorbereitung und Umsetzung dieser Wälderhalle, natürlich auch Investor der Wälderhalle. Herr Messer, wie sieht es nun aus mit der Wälderhalle? Ich meine, die Corona-Krise hat uns sehr überraschend getroffen. Es muss, glaube ich, überall gespart werden. Wie sieht es nun aus? Ja, es ist natürlich auch bei uns durch die Corona-Krise erstens einmal ein kompletter Stopp gekommen. Wir hatten gerade diese Woche das erste Mal wieder eine Schulsitzung, weil natürlich man kann sich nicht mehr treffen und es ist alles natürlich, oder sehr vieles jetzt halt einfach ein bisschen anders wie vor 2 Monaten. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Hintergrund weiterarbeiten. Grundsätzlich ist es so, dass es jetzt fix ist, dass wir heuer keinen Baustart machen können, weil die zeitliche Verzögerung, die schon den engen Zeitplan eh schon vor sich hatte, das gestoppt hat. Und natürlich gibt es auch Aussagen aus der Politik, wo wir sagen, verständlich, man muss, sind natürlich in der Lage, dass wir sagen, wir verstehen, dass es heute Wichtigeres gibt, wie eine Eishalle zu bauen und Infrastrukturprojekte aufzustellen. Und wir verstehen auch, dass der Staat und das Land und wer immer Geldgeber sein wird, das Ganze im Herbst neu besichtigen muss. Wie gut sind unsere Finanzen, haben wir die Möglichkeit, müssen verschieben. Dazu gibt es ja auch genug Aussagen schon aus der Politik bei anderen Projekten. Und das wird uns vermutlich nicht erspart bleiben. Nur wir bauen soweit fertig in der Vorplanung, dass man innerhalb Wochen loslegen könnte, wenn es eine andere, vielleicht auch andere Umfeldsituation wieder gibt und man finanziell alles wieder geregelt hat. Im Moment, glaube ich, muss man eins nach dem anderen tun. Erhofft man sich, beziehungsweise ist man schon optimistisch, dass es heuer noch was wird, oder geht man schon davon aus, dass man erst nächstes Jahr weitermachen kann? Nein, heuer ist das ganz sicher nicht mehr möglich. Wir sind einfach nicht in der Lage, die nötigen Versammlungen und Ausschüsse und Sitzungen, Bauverhandlungen, Sie haben gehört, die Bezirkshauptmannschaften machen auch keine Verhandlungen. So ist es natürlich auch bei den Sachunternehmen, die hier Gutachten abgeben müssen. Es ist alles blockiert. Und wenn man eh schon so knapp in Zeit war, um heuer überhaupt noch einen Spatenstich zu bekommen, so muss man das, glaube ich, seriöserweise sagen. Nein, das wird heuer nicht mehr gehen. Das wird möglichst im Frühjahr sein. Und dazu brauchen wir dann aber auch eine genaue Situation. Öffentliche Gelder wie auch unsere eigenen, wobei wir selbst schon noch alle sehr stabil sind. Herr Messer, vielen Dank für das kurze, schnelle Interview bzw. Statement. Wir schauen jetzt, was die Zukunft so sagt. Ja, hoffen wir es aufs Beste. Wir sind optimistisch, aber die Welt muss auch wieder optimistisch werden. Und ich glaube, momentan ist zu viel von heute auf morgen zu sehen. Und so ist es auch bei uns, dass wir jede Woche uns neu betrachten. Aber im Moment, wir können noch und wollen noch, aber ob wir das alles zeitlich so halten können, das ist eher unwahrscheinlich. Wie vieles, was man vor 2 Monaten, glaube ich, noch als selbstverständlich erachtet hat, heute neu gedacht wird. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Wiederhören. Dankeschön.